Was geht ab, Leute? Was ist im April passiert? Niemand weiß es. Im April waren wir alle offline, deshalb hat niemand irgendwas gesehen. Zum Glück gibt es da das Rocket Beans Best of. Und deshalb schauen wir uns das Best of von letztem Monat an, April. Mal gucken, was es da so gibt. Ich habe es ja selber noch nicht gesehen. Let's go! Wie geht das hier? Was ist das hier? Warum? Georgel und Ed. Ah, okay. Das sind die fünf Freunde, Georgel und Ed, Eddie. Das sind aber nur drei. Halt dein Maul, ich sprech für zwei. Halt dein Maul. Halt dein Maul. Halt dein Maul. Halt dein Maul. Halt dein Maul, ich sprech für zwei. Ach, fantastisch. Für alle, die es nicht kennen, das ist natürlich der Superhit, den ich als Intro gemacht habe für den Podcast Unrichtigen Namen. Schön, dass es ins Best-of geschafft hat. Sehr, sehr schön. Das ist hier, das war aus Beans Home, hier dieser Lach-Yoga-Typ. Hä? Ist das nicht schon länger her? Ich dachte, das war schon mal in einem Best-of. Übrigens, exakt so sah die Rocket Beans TV Gründung aus. Hat sich gelohnt. Das war gut. Das hat uns als Team zusammengebracht. Ja, das war aber auch einfach hässlich und dumm. So wie du. Nein. Ich habe gerade überlegt, sage ich du oder ich. Und du hast dich wie du entschieden. Aber das kenne ich. Das kenne ich, wenn man tatsächlich, wenn man on air ist und man hat einen Spruch. Ist mir bei Almost Daily ist das ganz oft so oder so. Und dann denkt man sich, okay, ich habe einen Spruch, aber wen von den dreien disse ich jetzt? Und meistens ist es dann Simon. Aber ich kenne diesen Gedanken, dass man einen Spruch hat und sich überlegt, mache ich den auf meine Kosten oder auf Kosten von jemand anderem? Sorry, mal eine freundliche Entscheidung. Danke, Esther. Ich freue mich auch wieder hier mit dir zu sein. Nein, ich finde dich natürlich wunderschön. Also, Fabian Kreiner und ich haben jeweils eingebaut. Ich sage den Nachnamen dazu, falls ihr nicht wisst, wie ich Fabian meine. Genau, dann haben wir uns für den entschieden, der über den Tisch besser gesegelt ist. Also einen 30-Zentimeter-Test haben wir gemacht. Naja, der Gag liegt natürlich auf der Hand. Zweiter Versuch, Bella. Der Gag liegt auf der Hand. Versteht ihr? Und dann direkt in die, Weichteile rein. Ja, also das ist okay, darfst du nochmal. Du darfst nochmal. Suche, es geht, Bellas 5,95 Meter zu schlagen. Das war der allerbeste. Vor allen Dingen, man achte mal auf meinen Kopf, in dem Fall hier, wo ich denke, dass er hingeht, bis ich realisiere, da geht er nicht hin. Es geht, Bellas 5,95 Meter zu schlagen. Ja! Reflexe eines Gottes. Zählt nicht. Das sind Nein. Minus 20 Zentimeter. Ich liebe RBTV. Der Internetsender ohne Internet. Stark. Obst und Wasser schmeckt mir nicht. Das ist ein Assi und Drecksender. Extra Punkte für Ehrlichkeit. Wir sind die Geilste. Ach, RBTV Home, das ist wirklich eine schöne Sendung. Für alle, die noch nie RBTV Home geguckt haben, guckt da mal rein. Wirklich, jeden Donnerstag live ist wirklich eine schöne Sendung. Macht Spaß mitzumachen, macht Spaß anzugucken. Ist einfach wirklich eine schöne Sendung. Schön, schön, schön. Schmeißt sie den Tarnack. Hey, Leute. Wir sind wieder da. Die Leute mit den Flöten sind wieder da. Keine Sorge, wir hängen jetzt die Flöte an den Nagel. Ja. Später. Später.
Wenn ihr uns buchen wollt, schreibt eine Mail an Flöten, die drei Pfeifen, rockbeans.tv. Die drei Pfeifen. Ich kenne auch viele Leute, die mit Social Media und so nichts am Hut haben, aber das sind, wie gesagt, andere Generationen. Ja. Die, die jetzt nachkommen, die jungen Leute, die sind für dieses fucking selbstverständlich. Also meine Taktik dagegen, oder ja, doch dagegen, oder wie auch immer, ist, ich habe die halt von frühesten Kind, habe ich ja immer genervt. Also ich habe denen sozusagen von Anfang an versucht zu suggerieren, ich kenne mich aus und ich kann dir alles darüber erzählen. Also ich wollte denen das dadurch unattraktiv machen. Und hat's geklappt? Nee. Sie kuschelte sich an. Ja. Das ist nämlich gut, dass Simon das nochmal gefragt hat. Seine Schulter und lauschte auf die regelmäßigen Atemzüge des Schlafens. Alter, das ist Liebe, ist Cora. Hier, seht ihr das ja oben rechts in der Ecke? Cora. Diese Roman, diese, ja eben halt diese Heftchen. Alter, ich sag's euch. Meine Schwester hat die alle gelesen in der Pubertät. Die hatte ein Bett, unter dem Bett war so eine Schublade. Und die Schublade war gefolgt mit Liebe ist Cora Büchern. Kann man das Bücher nennen? Heftchen. Wirklich. 50, 60, 70 von diesen Heftchen. Die hat 3 Stück davon am Tag gelesen. Ich sag's euch, ich kenne die. Denn, ja, sie liebte ihn. Doch das würde sie ihm noch nicht gestehen. Jedenfalls nicht jetzt. Weil es dann nur wie eine Gefühlsaufwallung nach einem beglückenden Liebesspiel wirken würde. Und das wäre fatal. Während sie sich seinem... Simon stellt pantomimisch dar, was in dem Roman passiert. ...langen Kuss hingab, schmiegte sie sich dicht an Josh und legte ein Bein über seinen Schenkel. Überdeutlich fühlte sie die Stärke seines körperlichen Verlangens. Verführerisch streichelte sie ihn mit ihrem Knie, bis er sich nicht mehr zu... Ich hab gerade erst angefangen. Ich kann nicht länger warten, Claudia, stöhnte er heiser vor Begehren. Claudia glitt über seinen Körper, richtete sich über ihm hoch und nahm ihn in sich auf. Alter. Ihre Vereinigung war eine vollendete Sinfonie der Liebe. Während mitreißender Schlussakkord beide zusammen auf den Höhepunkt der Empfindungen führte. What the fuck ist denn da passiert? Also zusammen das auf wusste den ich gar Höhepunkt nicht. Simon hat blank gezogen. Der Empfindungen führte. Das ist Simon, das erkenne ich sofort. Achtet mal auf den Blick von Janina. Hier. Okay, warte mal, ich versuche mal ein Mic zu finden. Oh, das war so geil. Das war die Aktion mit Sterzig und Kalle. Das war so fucking lustig, Leute. Wenn ich es nicht, jetzt kommt's hier gleich. Ich will nichts vorwegnehmen. Ich hab so hart gelacht in dieser Aktion. Ja, macht ja so keinen Sinn. Inzwischen. Hallo? Es ist wirklich Kalle. Ede. Ich film das, Kalle. Also das geht mal gar nicht, hier auf befreundete Leute zu schießen. Man kennt sich ja sogar, junger Herr. Und wenn Sie mit mir reden wollen, drücken wir Z. Er ist wohl AFK, aber ist ja gut. Ja, Junge, warum bist so, du so, Leute, AFK? Ich kann euch sagen, 5 Gifted-Subs sind nur 20 Euro. Das ist ein Schnäppchen. Ja, das habe ich so. Also, nochmal so ein Ding und ein Augenring, Herr Edchen. Ja, ich will ihn... Also, na, pass mal auf, Junge. Ja, wenn ihr bei euch in Hamburg so mit Freunden umgeht. Pass mal auf, dann ist es in Ordnung. Ey, ich kann nicht sprechen. Hallo, hört ihr mich? Ich bin Baba Kalle, weißt du, aus Respekt. Das ist auch so ein geiler Satz, wenn du mich nochmal abknallst, bring ich dich um. Das sind auch Sätze, die irgendwie nur in Videospielen fallen. Wenn du mich nochmal abknallst, bring ich dich um. Aus Respekt, das ist Baba Kalle. Ey, könnt ihr mich jetzt hören? Pass mal auf, Kollege. Ich bin zwar neu, aber auf der Straße war ich ganz gefährlich. Brandgefährlich, sag ich dir. Hilfegranate aus dem... Alle weg! Ach so. Okay, ich muss kurz erklären. Da hat er einfach mir eine Granate auf den Boden gedroppt, damit ich die aufnehme. Ich dachte, er hat eine scharfe Granate fallen lassen und bin weggerannt. Du wolltest sie schenken. Ich dachte, die ist scharf. Nee, warte mal.
Und aus irgendeinem Grund hat sich Kalle gedacht, nö, dann mach ich die jetzt scharf. Jetzt ist er scharf. Jetzt ist er scharf. Und aus irgendeinem Grund, in dem Moment, wo sie scharf war, man, also ihr seht es ja hier, ich muss es euch nochmal zeigen. Jetzt ist er scharf. Aber man sieht sie auch nicht. Vielleicht habe ich deshalb nicht reagiert. Jetzt ist er scharf. Weil es war so ein bisschen wie das Reh in den Scheinwerfern. Ich war in der Situation, es hat einfach nie, also es war wirklich, wie soll ich sagen, als ob mein Gehirn sich eine Auszeit genommen hat. Er sagt, die Granate ist scharf und ich so, so muss man sich so ungefähr vorstellen. Das waren original die Gedanken, die in meinem Kopf in dem Moment waren. Das letzte, was ich gehört habe, bevor die Explosion losgegangen ist. Okay, hier muss ich erklären, es handelt sich ja hierbei um einen Extraction-Shooter und man ist hier noch im Anfangsgebiet und ich bin dann im Anfangsgebiet über diesen Typen hier, über diese Leiche da gestolpert. Was ich nicht wusste ist, der Typ, der da liegt, ist der Mate von dem Typen, der da auf der anderen Seite steht, der mir gegenübersteht und der wollte wahrscheinlich einfach der wollte einfach warten, bis der Typ respawnt, hinkommt und seine Sachen zurückholt. Das habe ich aber nicht gecheckt. Ich habe einfach gedacht, ach, guck mal, hier liegt jemand zum Looten. Und dann dachte ich so, bevor der den lootet, loote ich ihn. Also das war der Gedanke. Auch dieser Gedanke war komplett falsch. Den lootest du jetzt nicht, den loote ich doch schon. I doubt it. Liebe Best-of-Zuschauenden, wir bedauern es sehr, Ihnen mitteilen zu müssen, dass nun wieder Witze des Nils Boomhoffs kommen werden. Für Kopfschmerzen oder Nackenprobleme durch mögliches Kopfschütteln übernehmen wir keine Haftung. Viel Glück. Ja, das Gute an Nico ist, der ist ja nie so wirklich krank. Deswegen heißt er auch nie K.O. Wow. Oh mein Gott. Tobi, wie geht's dir? Bist du einigermaßen auf der Höhe? Ich bin fit, bin gesund. Wie die Buddy sagt, man muss nicht mehr die Menschen zahlen. Da finde ich es besonders schade, dass Hugh Hefner das nicht mehr miterlebt, weil der hätte auch sehr gerne nicht für die Menschen bezahlt. Oh. Ich habe mir gedacht, der kam mir vorhin. Den habe ich nicht gerafft, ehrlich gesagt. Nee. Wieso hat Hugh Hefner für die Menschen bezahlt? Weil Playboy Mansion. Ich habe es so extra so betont. Ach, für die Menschen. Ja, was habt ihr denn gedacht? Menschen. Ja, aber das ergibt ja gar keinen Sinn. Naja. Ja, okay, ja, aber das war nicht der Gag. Das war der Gag. Der Gag war Menschen. Der Gag war der Menschen, ja. Wenn du zurückkommst, weil das ist ja eher eine triumphale Rückkehr, weil er hat im Nachhinein ihm recht gegeben. Die Mannschaft funktioniert auch unter einem nachweislich erfolgreichen Trainer wie Thomas Tuchel nicht. Das Tuchel ist zerrissen zwischen Mannschaft und Trainer. Ich bin jetzt der die bösen Kommentare kriegt, ja, bitte, aber ich gebe auf gar keinen Fall irgendeinem Penner am Bahnhof irgendeine Kohle, weil ich enable den ja nur, das ist ja nur der nächste Schuss, also sorry, das ist ja ein Irrglaube. Für mich ist das Enabling pur Enabling pur. Enabling pur, was? Ja, weil er kein Geld hat. Ja. Aber... Ach so, Ich glaube, hier gab es gerade Wortwitz-Missverständnis. Ich verstehe es aber auch nicht. Pur heißt arm. Ach, Enabling pur. Ah. Okay, das heißt aber multilingual, da brauchen wir echt eine AI. Okay. Wenn Nils Boomhoff auf Englisch anfängt, haben wir alle verloren. Er ist vorbei, ne? Ich hatte gerade einen lustigen Gag gesagt, den keiner verstanden hat, aber ich habe jetzt 10 Sekunden drüber nachgedacht, dass ich Elden Ring dann doch nochmal erwähnenswert finde, weil... Elden Ring. Jetzt hab's nicht gehört, ja. Das ist sehr gut. Der Gedanke, dass einfach die Welt von Dark Souls
Aber Elton ist der Hauptcharakter. Ich sehe den Teaser schon und nur ein Mann kann es schaffen. Und das ist er mit seinem dicken Bauch und dem St. Pauli-T-Shirt. Ich? Muss ich an dem vorbeischleichen? Ich renn jetzt. Hasel! Ah! Ah! Bonfire war auch schon leid. Was mit dem? Was, hier ist gar nichts. Oh. Wie sie sich kaputt lacht. Wie einmal aus dem Leben gekickt. Sieht ein bisschen aus wie Hannes. Sieht ein bisschen aus wie Hannes, unser Grafiker. Ja, stimmt. Unser ehemaliger. Das stimmt. Oder? Ja. Nee, der hat nicht so. Der hat, ey, das ist original, Hannes. Du hast recht, wenn die Haare weg wären. Also Kunst-LK ist das. Warte mal. Warte, hier genau. Zeig mal. Ja, Hannes. Das ist ja fantastisch. Ja, 1:1. Das ist einfach Hannes. Das ist nicht schlecht. Das ist Hannes. War leider nicht die Aufgabe. Ja. Ja. Das ist ja perfekt. Ich schäme mich gelassen. Können wir das Baby-Ding nochmal sehen? Das Baby-Video? Das Baby, das auf die Fresse fällt? Das Baby, was auf die Fresse fällt? Mhm. Das von Sam, meinst du? Das von Sam? Welche Person ist das hier? Ja. Wer hat einen Dachschaden davon getragen? Das ist nämlich wirklich Sam. Das ist literally Baby Sam. Das bist du? Baby Sam hat ihre privaten Aufnahmen rausgekriegt. Können wir mich nochmal gucken? Das ist Baby Sam, wie sie sich hinschaut. Und bisher jeder, dem ich das Video gezeigt habe, lacht sich halt Schrott. Deswegen musste ich das heute. Das ist aber auch super. Gutes Timing. Und deswegen will ich auch nicht drüber zu lachen, weil es bin nur ich. Und mir geht's doch gut, mein Gott. Das ist, wenn man selber mit sich Judo macht. Ich habe mir früher immer so vorgestellt, wenn ich bei Wetten, dass eingeladen wäre. Als Gast oder als Wettteilnehmer? Als Prominenter. Okay. Ach so. Als Gast. Und dass ich dann, und dann sitze ich auch so auf dem Sofa. Die sitzen ja alle immer dann so vornehm, so da. Irgendwie so. Ja, da ist man immer. Und ich sitze halt irgendwie. So würde ich es mir vorstellen, so respektlos. Hätte er was gesagt. Ist ja nicht respektlos, es ist einfach. Doch. Aufgabe. Also, okay, Herr Gade, Sie sind hier für Ihre Doku-Selbstaufgabe. Oh, Thomas, ist doch scheißegal. Ja, das sagen Sie oft in Ihrer Doku, aber. Ist ja auch. Ja, gut, wir sind ja nun mal hier. Wollen Sie nicht hier mal wenigstens mal mit dem Promi da reden? Ich glaube, dass die den Wagen auf den Eierschalen parken können. Dann können Sie das auch durchaus. Aber die machen ja auch die Wäsche. Ja, die müffeln ganz schön. Hobbykeller, bitte, ja? Ja, Hobbykeller. Weiter sagen, was haltet ihr von Frettchen Gardé? Frettchen Gardé. Stark. Frettchen Gardé ist gut. Ja. Okay. Ey, dafür schon genommen. Mhm. Hey. Super liebenswert. Oh. Und der hilft auch so gut beim Haushalt immer. Ja, ich halte es noch einmal kurz fest, damit ihr es. Ist auch ein schönes Tattoo-Motiv für Julia. Frettchen Gardé. Mach das weiter, mehr Airdrumming und gleich geht's ab. Hammer. Gut. Ist richtig gut. Ich hatte das sieht aber lässig aus, wie der Simon das macht. Das war auch geil. Hast du das gesehen? Was drin? Was? Ja, das Problem wie ich auch, wenn ich cool aussehen will dabei. Ja, dann macht der dumme Sachen. Das ist scheiße für Simon. Mann, die Kamera und ich haben einen Moment. Moment. Jetzt mach wieder den normalen Beat. Eins. Okay. Ja. Das ist Krug. Ja, in jedem steckt ein halbes Gramm Krug. Nur aufschrauben. Auf, verrat's doch nicht. Ja. Holy shit, was ist das? Ja, Leute. Läuft doch. Im wahrsten Sinne des Wortes. Der Kreis war doof. Ich kann laufen. Weiter. Ich kann laufen. Ich kann laufen. Gluten ist ein. Es irgend. Ich habe überhaupt nicht gerafft, wie dieses Spiel hier funktioniert. Also klar, mir ist klar, das ist Bud Spencer und Terence Hill, aber. Was genau steuert man? Oh, der Kreis war doof. Ich kann laufen. Weiter. Ich kann laufen. Ich kann laufen. Gluten ist ein. Es ist irgendwas, was in der, was in den Stoffen ist, mit denen halt unter anderem Hefe und sowas Brot gebacken wird. Können wir nicht so KI sagen, was Gluten ist? Die sollen einen Song machen? Nee, die Filmszene erinnere ich mich tatsächlich nicht. Die erklärt, was Gluten ist. Cool. Aber auch so welches bedumme. Genre? Welches also, Genre? Das müsste so hier so Biene Maya. Aber da müssen wir jetzt einen geilen Rhyme für den Refrain uns schon überlegen. Sonst ja, ich will Gluten verstehen. Here we go! Es war einmal ein kleines Korn.
das wuchs im Sonnenschein. Es hieß Lutin, so nährreich und fein, es wollte die Welt verstehen, wie es uns Menschen nährt. Auf leisen Sohlen zog es durch das Land, immer mehr und mehr. Lutin sprach zu jedem Kind, hört mich gut an, ich bin ein Eiweiß, das in vielen Lebensmitteln kann. Ich bin im Brot und in der Nudel, im Keks und im Gebäck. Ich helfe euch beim Wachsen, gebt Acht, gebt Acht. Lutin verstehen, das ist fein, es bringt uns Kraft. Es lässt uns groß und stark sein. Lutin, versteh, komm, sing und tanz mit mir. Das ist gar nicht so eine schlechte Hook. Lutin ist ein großes Geheimnis. Gluten verstehen, da ist was. Gluten verstehen. Gluten verstehen. Da ist was. Oh, der Supermarkt-Song. Ich gehe heute einkaufen, weil der Kühlschrank wieder leer ist. Milch und Käse brauche ich. Außerdem auch Meerrettich. Ein paar Getränke und Gemüse. Blutwurst mit und was Süßes. Dann noch schnell das Pfand wegbringen und der Bifi auf der Fahrt verschlitten. Einkaufen ist super, zwei kaufen ist besser. Wurstcake und Getränkemarkt, weil mir das überhaupt. Einkaufen ist super, zwei kaufen ist besser. Wurstcake und Getränkemarkt, weil mir das so behagt. Ein richtig guter Song. Also ich und Gunnar waren da und uns angeguckt wie Autos, weil ich halt niemals damit gerechnet habe, dass Werder Bremen auch nur einen Punkt gegen Stuttgart holt. Du und Gunnar wart bei Dortmund-Leverkusen. Ja. Warum? Ach, das war Ende von unserer kleinen FC-Liga, die wir immer spielen. Da habe ich immer am Ende die Loge. War Budi nicht auch da? Mhm. Warum? Weiß ich nicht. Aber ich war nicht mit Budi und Dings da. Ich auch nicht. Du warst auch da? Ja. Quatsch. Ja, klar. Tobi auch. Tobi auch. Im Ernst? Ja, wir hatten ein kleines Bundesliga-Treffen. Aber nur die Besten. Ihr verarscht mich jetzt gerade. Ja. Ihr verarscht mich? Ja. Ja. Ey, ich war ohne Scheiß. Kennt ihr das so, dieser Moment, wenn in einem Film was Trauriges passiert und so ganz kurz schießt rein und so, oh fuck, ich könnte gerade heulen. Das ist gerade so eine Sekunde durch meinen Körper geschossen. Mhm. Weil ich habe wirklich gedacht, dass ihr drei zusammen was gemacht habt ohne mich. Du glaubst nicht, dass Nico uns mitnimmt. Nee, aber ich glaube, dass ihr drei mich nicht mitnehmen. Wir machen einfach mal Learning by Doing. Wir spielen auch nicht Texas Hold'em, ganz wichtig. Wir haben nicht nur zwei Karten auf der Hand, sondern jetzt zumindest am Anfang haben wir sieben Karten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Naja, plus minus. Dude. What the fuck? Ihr wolltet noch spülen heute. Ihr wollt alle im Rocket Bean Supporters Club sein. Damit unterstützt ihr Formate wie das Best of. Danke. Ich mag deine Figur Snickers sein. Gut, also... Sag mal, ich weiß nicht, weil das kann der ja gar nicht wissen. Fluch deine Figur ja. Viel. Ja. Safe. Ja. Also im Chat hat eben jemand gesagt, hätte, ja. Reite doch drauf rum, Akinator. Ja. Direkt noch mit den letzten zwei Fragen. Flucht sie häufig? Ja. Flucht sie viel? Ja, und dann ist es Eddie. Bei einem häufig wäre ich es nicht gewesen. Das wird so frech vom Akinator. Oh, du hast recht. Weil, ja, so auf solche Perlen. Oh! Ach so, das ist. Kommen wir nämlich nicht. Alter, hast du kalte Hände. Ja, ich hab. Nächster Level. Ich eigentlich auch, aber das hier ist irgendwie. Hier ist wirklich wie so ein Vulkan. Hast du gesehen, das war mit den Füßen? Weil sonst wirklich. Oh, das ist für eine geile Musik. Stark. Ey, waren da nicht 9 Level oder so? Ah. Ja. Einfach so. Puff. Schön hingucken. So, ja. Oh, der war traurig. Ja, hier. Alter. Also von beiden, also von Esther und Janina, die müssten eigentlich häufiger mal so Let's Plays machen, oder? Wie lieblos du geworden bist. Das ist echt. Sind wir wieder in Level 1? Ein gutes Duo. Und man fühlt sich so ein bisschen wie so
Napoleon nach Feierabend. Weißt du, er hat sonst tagsüber die Hand immer hier und abends dann so, oh. Hast du die Hand auch unter dem Bund deiner Boxershorts oder liegt die drauf? Also nee, hast du Hautkontakt? Berührst du? Hautkontakt habe ich gerade nicht. Also nicht in dem Moment. Das ist vielleicht. Und du? Kein Hautkontakt. Siehst du, ich habe nämlich automatisch sofort. Hautkontakt? Ich geh all in. Ich bin drin. Ja. Frauen lieben ihn, weil er Unterwäsche trägt. Weil Weihnachten du trägst eh nichts drunter? Genau, ich trage eh nichts drunter. Nice. Was machen wir gleich noch? Wann, wofür du Zeit hast. Wollen wir über Filme reden? Ja. Das ist meine Arbeit hier. So, Freunde, ich glaube, das hat jetzt hier eine Tendenz angenommen. Was ist denn da los? Alter Schwede. Von Revolver Held 7. Ich hasse Frühaufstehen. Holy shit. Let's go. Was war denn das? Es gibt nichts Schöneres, als den Sonnenaufgang live zu erleben. Das Schönste am Morgen ist, wenn ich meinen Körper präpariere. Ja, dann bleibst du einfach liegen. Nee, das ist falsch. Hä, das hört sich gerade auf was? Das Schönste am Morgen ist, wenn ich meinen Körper präpariere. Ja, dann bleibst du einfach liegen. Nee, das ist falsch. Hä? Ist okay. Okay, cool. Ist okay, ich nehme. Habe ich jetzt nicht verstanden. Egal. Ja, schönes Best-of auf jeden Fall wieder. Wer hat das denn diesmal geschnitten eigentlich? Steht das hier? Steht's hier? Steht's nicht hier? Steht's nicht. Nun, auf jeden Fall ein schönes Best-of. Anton hat's geschnitten. Vielleicht Anton. Ich weiß es nicht. Ich werde das recherchieren. Auf jeden Fall schönes Best-of. Danke dafür. Ich freue mich, dass ich auch drin vorkam.